Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Nebenquest. Eine Nebenquest. Diesmal, okay. Haupt haben wir jetzt nur drei. Die können wir bisher aber noch nicht machen. Die Maske der Echse, die Schuppen des Krokodils und die Hyäne. Also drei Dingsmissionen. Aber wir haben insgesamt sechs Nebenquests. Von diesen sechs Nebenquests machen wir jetzt in den nächsten Folgen die vier. Dann machen wir natürlich die Hauptmission. Ne? Also wir haben schon ein bisschen was geschafft an Haupt- und Nebenquests. Insgesamt 19 Stück insgesamt schon. Ja, und heute geht es an die Interessenkonflikte. Eine Nebenquest. Wir müssen ja Level 20 noch irgendwann mal erreichen. Den Philakitai, der hier noch so rumgeistert. Wenn er überhaupt noch hier rumgeistert. Zu töten. Hat ein bisschen was mitgekriegt, auf jeden Fall. Dann machen wir mal den Neben. Wenn er überhaupt noch hier rumgeistert, ich habe noch nicht. Philakis. Ja, gut, wie gesagt, wir haben ja einer Level 20, einer Level 22. Ich sollte diesen Saurus finden und sehen, was er über Sepetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. So, wir müssen untersuchen. Wir müssen untersuchen. Machen wir sofort. So. Einen schönen Tag. Moin. Mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sepetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sepetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! So, mit der müssen wir noch quatschen. Die Geschäfte. Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. So, dann gehen wir mal hier zu ihm. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Mhm. So, weiter geht's mit ihm hier. Hey, willst du einen Fisch oder was? Nix, ich will quasi. Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sepetu brachte ihn um. Aha. Also scheinbar, viele sagen jetzt, er ist tot. So, dann haben wir hier vorne noch irgendwas. In erster Linie zum Plündern. Aber auch in einer Linie zum Quaddeln. Du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Den Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Weil er das sagen. So. Dann haben wir das. So, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Das haben wir getan. So, das heißt, folge den verdächtigen Händlern. Verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen.
Meister Tahaka baut dort eine wunderbare Stadt. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Das klingt verlockend. Aber meine ganze Familie ist hier. Verzeihung. Sei froh, dass du weder Frau noch Kinder hast. Wer war das noch? Du kannst einfach gehen. Noch eine lange Nacht? Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Die Händler verlassen nachts den Markt. Jetzt muss ich... Kann ich hier irgendwie mal... Warte mal. So, jetzt muss ich warten. Hört. Muss ich jetzt echt warten, bis hier nachts ist, oder was? Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Muss ich was muss ich jetzt machen? Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Ja, die Frage, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt warten, bis der irgendwann mal... Bis das irgendwann mal weitergeht hier, oder was? Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht. Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Ja. Ich würde jetzt gerne natürlich weitermachen hier mit der Mission. Entschuldigen Sie mal. Wieso geht das jetzt nicht weiter hier? Kann ich nicht irgendwie meditieren oder die Zeit verlaufen lassen oder was auch immer? Ja, ich würde ja... So. Mach's gut und viel Glück. Ja, ich suche aber, wie gesagt, ich würde gerne weitermachen. Muss ich jetzt nicht warten, bis hier Nacht ist im Game oder was? Gut schon. Bestimmtes?
Ja, ich würde aber... Ich muss jetzt hier warten, wenn ich wirklich hingehen, bis hier mal Nacht ist oder was? Das ist doch zum Kotzen. Gibt es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit im Bett oder sowas, dass man hier mal sagen kann, man muss die Zeit verlaufen lassen? Wie sind denn jetzt von mir? Da oben. Sollte ich unentdeckt bleiben. Ich will eigentlich gerne mal Lumino. Halt! Bleib stehen! Yanomi! Gibt's eigentlich kein Bett oder sowas? Ich kann ja ungern jetzt die Folge laufen lassen, während der halt quasi jetzt im Nacht auf die Nacht wartet. Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. So, also wie gesagt, ich wundere mich, dass es richtig nicht weitergeht. Warte mal, kann ich nicht irgendwie meditieren? Ist das nicht möglich? Gibt es das nicht so als... Kann ich natürlich, klar. Ich hab's nur halt gesucht. Jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich nämlich auch in der Nacht. Jetzt kann es nämlich weitergehen. So, jetzt muss ich die Händler versuchen. Auf Befehl von Sefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Dann folgen wir den mal, den Jungs. Dann folgen wir dem mal die ganze Zeit. Wir können jetzt ein bisschen auf Distanz gehen. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Sefetu. Aber was machen die? Ah.
Wir müssen, jetzt sage ich, warten, wo sie hingehen. Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Wir müssen einfach warten jetzt gerade. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus auf Befehl von Cefeto. Ja, ja, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt. Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. So, auf geht's weiter. Versuchen wir mal ein bisschen. Ich muss jetzt immer wieder mit zur Vorlaufen, damit wir wissen ungefähr, wo sie hingehen. Hier rein? Halt! Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der nach. Was? Wer ist das? Einer von Cefetos Hunden? Ich weiß nicht, ich glaube aber nicht. Er trägt eine altmodische Marke, aber er sieht gefährlich aus. Marke? Was für eine Marke? Da bin ich doch. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich suche nach Servus im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cefeto. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cefeto nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Cefetos Männer beobachten den Hafen wie Falken. So, Schiene, zerstöre das Boot. Na, gucken wir das mal uns an, ob wir das hinkriegen. So, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir die. Sie raten wahrscheinlich, weil da noch irgendwelche Leute in der Nähe sind. Laut entdeckt, Lagerausfall nicht gemeldet. Ich habe noch nie mal was gemacht, aber gut. So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist noch ein 16er. Ein paar Leute noch. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist das Boot, da ist ein Schatz. Da sind noch Zweier. Da ist noch links. Dieser Ort wird schwer bewacht. Wo ist das, du Ratte? Aufgetragen! In dem Reichweite! Stirb, du Sau! Was hat er denn? Ich hab das Ziel in Sicht! Hast du nicht? So, wo ist der jetzt da?
So, du willst es. Alarm! Hier drüben! Da bist du ja! Da brauche ich nicht meine Fähigkeit. Ist mal ganz gut, mein Freund. So, haben wir noch mehr zu euch, oder? Ja, natürlich haben wir noch mehr. Nein, nein, oder was? Da uns. Es ist eine. Ist Ennea. Ups. Ich sollte da stehen und zerstören. Erledigt. So, jetzt wollen wir uns mit Servus mal kurz quasseln. Von mir noch. Wo ist denn da überhaupt? Du bist das. Meinst du das jetzt? Ich habe ein Problem mit dir. Fress jetzt. So. Wieder von mir jetzt. Moin. Du musst dich nicht länger verstecken. Die Papyri sind zerstört. Dass ich mich mal freuen würde, wenn man eins meiner Schiffe versenkt. Nur ein kleines Opfer. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Cefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Cefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. So, die Interessenkonflikte abgeschlossen. Und wir sind bald Level 20 und dann können wir, wie gesagt, den Filakita jagen. Wenn er, wie gesagt, noch unterwegs ist. Gut. Quest, Nebenquest. Nehmen wir den Rauch, machen wir weiter mit Rauch über dem Wasser. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an, ne?